und ein herzliches Willkommen auf meinem kreativen, kunterbunten Bastelkanal. Heute habe ich ein Adventskalenderchen für euch. Und zwar habe ich einen kleinen Adventskalender gebastelt für eine Bastlerin oder einen Bastler. Denn in diesen ganzen Schächtelchen, sind Zubehörteilchen für einen Shanky-Charm oder man kann auch jedes Teil einzeln verwenden, wenn man sich kleine Anhängerchen basteln will. Aber man kann tatsächlich alle diese kleinen Perlen-Anhängerchen zu einem riesen Shanky-Charm verbasteln, wenn man möchte. Ja, so sieht es auch ein bisschen eintönig aus, finde ich, ne? Ist ja auch die Rückseite der Schächtelchen. Und zwar habe ich mir solche Lebkuchen gekauft. Das sind die einzigen, die mir schmecken. Sind von Netto. Achtung, Werbung. Sind von Netto, kosten 1,69 Beutelchen. Also ich finde sie sehr lecker. So. Und die reichen dann auch bis Weihnachten. Oder? Gucken. Schmecken wirklich sehr lecker. Ganz einfach. Ja. So eine Lebkuchen. Oh, jetzt ist ein Schuh draus geworden. Vorher war es ein Stiefel. Ja. Ich zeige euch mal so einen. Hat eine Vorderseite und eine Rückseite. Ich habe mir die alle schön hingelegt. Auf dem weißen Untergrund. Und habe sie dann abfotografiert und auf Fotopapier ausgedruckt. Ich habe so Fotopapier, das auch klebt, aber das kann man auch einfach nur auf Fotopapier oder auf Papier ausdrucken. Muss auch kein Fotopapier sein. Aber bei Fotopapier glänzt es immer so schön, finde ich. Dann habe ich in meinem Bildprogramm die Augen gemacht. Besser gesagt, ich hatte die Augen fertig im Mund und da kommt Gabrielchen und sagt, sieht schon ganz gut aus, aber noch nicht sehr gut. Und dann hat sie mir die Augen nochmal gemacht und den Mund. Und dann konnte ich das verwenden. So einfach geht das, ne? Wenn sich jemand anders ransetzt und die Arbeit für einen macht. Nein, Gabilein hat das sehr schön gemacht. Ja, dann ist es einfach so ein Schächtelchen. Und hinten ist es dann so in einem Beige-Ton. Hier habe ich noch ein kleines Fähnchen dran gemacht. Erst wollte ich hier die Zahlen draufkleben. Geht schon ab, oder was ist das hier? Aber das sah nicht so schön aus. Und dann habe ich gedacht, lässt das Fähnchen einfach so, machst die Zahlen auf die Rückseite. Und dann kann derjenige immer, wenn der Tag dran ist, einfach die Schachtel umdrehen. Und so entsteht dann ein bunter Kalender. Ja, finde ich supi. Hier habe ich schon mal ein so ein Teilchen drinne. So sehen die Dingerchen aus, alle ganz verschieden. Und dann kommen sie rein hier. Ich habe auch die Schächtelchen in verschiedenen Höhen gemacht. Hier sind sie 2 cm hoch und hier sind sie. Oh nein! So, hier sind sie 2 cm hoch und hier sind sie 1,5 cm hoch. Je nachdem, wie groß die kleinen Geschenke sind, kann man das auch ein bisschen anpassen. Die Schächtelchen sind ja nun wirklich sehr, sehr klein. Aber für meine Zwecke hat es wunderbar ausgereicht. Und jetzt nochmal abbeißen. Ach nee, das macht man ja nicht. Sehr unhöflich mit vollem Mund sprechen, ne? Jetzt gucken wir uns mal an, was also drin ist in den kleinen Schächtelchen. Wo ist denn die 1? Ach, da hinten. Aha. Ah, so was Hübsches. Oh, es ist wohl ein bisschen Watte dran. Ja, guck, cool, klickelt. Ja, machen wir gleich wieder rein. Und dann können wir es wieder zumachen. Ja, das ist der Deckel, ist ja da. Das war ja eben die Rückseite. So, und können es umdrehen. Zack. Das erste kleine Sternchen oder die Sternschnuppe zu sehen. So, machen wir weiter. Wo sind die 2? Den kannst
aufgeregt. Ach, hier vorne. Das ist ein kleiner Mond mit Gesicht. Und bei den dunklen Keksen, Lebkuchen, da haben wir die Augen ein bisschen mit Weiß noch unterlegt, damit das noch besser zu sehen ist. Hier auf den anderen Lebkuchen sind die Augen, aus dem hellen Hintergrund sind die Augen so einfach ohne diesen weißen Rand und hier sind sie mit weißem Rand. Hier habe ich zum Beispiel die Augen auch oben gemacht und hier habe ich sie unten gemacht bei dem Mond. Ja, finde ich drollig. Und dann haben sie auch noch so Blickrichtungen, entweder in diese Richtung oder sie schauen geradeaus. Ja, wunderschön mit der Watte. Hier haben wir so einen drin. Ja. Hier ist immer so ein etwas größerer Biegelring, wo man das dann immer befestigen kann, wenn man möchte. Oder man macht sich zwei zusammen oder drei, je nachdem. Also ich finde das eine schöne Idee, wenn man im Bekanntenkreis eine Bastlerin hat oder auch eine YouTube- oder Facebook-Freundin. Und so ein Kalender ist doch schön, finde ich, dann zum Verschenken. Ja, nächste, Nummer 3. Ein Stiefelchen. Und das sieht so aus. Ja, finde ich auch hübsch. Die Perle finde ich so schön. Und so dreht sich der ganze Kalender dann. Der dreht sich dann rum bis zum 24. So. Nicht, dass es euch langweilig wird, wenn ich hier jeden einzelnen aufmache. Bei 4. So, der sieht so aus. Das finde ich auch hübsch. Mir gefallen sie alle, ich habe sie ja gemacht. Ja, genau. So, da rein. Ich werde euch mal erlösen von meinem dummen Gequassel. Ich mache jetzt ein bisschen Musik und dann könnt ihr mal reinschauen, was ich so alles gebastelt habe. Und dann quatsche ich noch mal ein bisschen hinterher. Thank you.
letzte Lebkuchenstückchen. Das machen wir wieder zusammen auf. Und da, 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 das ist ein Tannenbaum. Juhu. Der ist es hier nämlich. Der Tannenbaum. Den habe ich fotografiert und das ist unsere Nummer 24. Na, gucken wir mal, was drin ist, ne? Geht ein bisschen schwer auf, ja. Geht ein bisschen schwer auf, aber nicht schlimm. Oh, ein kleiner Briefumschlag. Und noch ein kleines Anhängerchen mit so einem Bonbon. Mit einem Herzchen dran. Ja, auch sehr niedlich. Und schauen wir mal, was drin steht in dem kleinen Brief. Es ist nichts drin. Nee, es ist nichts drin. Aber man kann ihn aufmachen. Und was lesen wir? Ein Bastelgutschein für dich. Genau. Und im 24. Türchen, im 24. Lebkuchen, kann man dennoch einen Gutschein verschenken. Das finde ich doch toll. Ich möchte auch so einen Kalender. Ist ein Scherz. Ich habe ihn ja. So. Packen wir wieder ein. Und dann ist auch Nummer 24 umgedreht. Und so sieht dann der Kalender aus, wenn er fertig ist. Wenn der 24. ist und wenn er fertig ist. Ja, hier die Watte und ein paar Glitzersternchen habe ich darauf getan und ein paar Pailletten hier. Und das ist ein Bilderrahmen, den ich hier genutzt habe. Den kann ich ja dann wieder weglegen, wenn Gabrielchen alles aufgemacht hat. Ja, jetzt werde ich noch mein Stiefelchen aufessen und ich wünsche euch eine wunderschöne, kreative, gemütliche Adventszeit. Und im Anschluss, wie gesagt, viel Spaß mit dem kleinen Tutorial. Und dann sage ich, bis bald, meine lieben Kreativen. Ciao mit Kakao.